nicht zu dick für den Strand. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, der Sommer, das ging jetzt alles so rasant schnell. Also innerhalb von wenigen Tagen hatten wir ja wirklich die 30 Grad Marke erreicht. Und als Mama ist es dann so, ja, die Kinder, die wollen baden gehen. Und das ist auch das Sinnvollste, sie da abkühlen zu können. Und dann kommt man natürlich zu dem leidigen Thema, ja, man selbst möchte aber nicht so gerne ins Freibad oder an den Strand, weil da sind die Hängebrüste, der Bauch hängt sowieso, man hat Zellulite, das schwabbelt alles, man hat Dehnungsstreifen, weiß der Kuckuck, und die muss man da ja recht offen präsentieren. Und darum soll es in diesem Video heute gehen. Natürlich ist das erstmal so ein Überwindungsschritt, ne? Also mit so wenigen Klamotten in die Öffentlichkeit. Bei mir war das aber wirklich schon immer so. Also es hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich halt jetzt nicht mehr so doll aussehe nach den Schwangerschaften, sondern es war immer so. Egal welche Figur ich hatte, habe ich mich im Badeanzug, Bikini, Tankini, das hatte ich alles schon durch, immer unwohl gefühlt. Und das ist aber was, das hat, wie gesagt, nichts mit eurer Figur zu tun, sondern das liegt ganz, ganz, ganz am Anfang. Wie wurdet ihr denn erzogen? Denn Mädels werden ja oft zu Scham erzogen oder die werden oft dazu erzogen, das zieht man nicht an, so darfst du nicht aussehen, so musst du aussehen. Und da ist eigentlich dieser Knackpunkt. Und wenn wir das einmal für uns erkannt haben, ist, glaube ich, ein großer Schritt schon getan. Denn ich sehe nun mal nicht aus, wie das gängige Frauchen aussehen sollte oder wie es uns von den Medien einfach propagiert wird. Ne? Ich habe keine blonden langen Haare, ich habe keine gemachten Brüste, ich habe keine Wespenteile, kein Sixpack und keine Lücke zwischen den Beinen. Das hatte ich aber noch nie und es wird auch nie dazu kommen. Nichtsdestotrotz möchte ich ins Freibad und an den Strand und das mit meinen Kindern genießen. Und da ist so dieses, okay, will ich mich zu Hause einschließen und möchte ich lieber vor mich hinschwitzen oder möchte ich da rausgehen und mit meinen Kindern Spaß am Wasser haben? Und ihr müsst mal wirklich zurückdenken, ob ihr euch jemals am Strand als Frau wohlgefühlt habt. Die meisten werden das nämlich einfach nie getan haben. Und das ist einfach, weil wir so ein Bild von uns haben, wie wir sein sollten. Und so sind wir natürlich nicht. Niemand ist so. Selbst Frauen, die so aussehen, sind unglücklich mit sich selbst. Das ist ja so diese Idiotie bei dieser ganzen Sache. Deswegen müssen wir das erstmal erkennen und ablegen. Wir sind nun mal nicht so. Und eigentlich, warum sollten wir auch so sein? Also Manu möchte gar nicht, dass ich so aussehe. Der hätte vielleicht gerne, dass ich lange Haare habe. Aber der möchte weder die gemachten Brüste noch den extrem flachen Bauch oder sowas. Der will das gar nicht. Das juckt den null. Unsere Kinder interessiert es gleich gar nicht. Und was die anderen Leute am Strand denken, kann uns doch völlig egal sein. Achtet mal selbst auch darauf im Alltag, wie oft ihr Menschen nach ihrem Äußeren beurteilt. Meistens ist das nämlich viel, viel seltener, als wir eigentlich denken. Wenn ihr so durch die Stadt geht, irgendwie, meistens sind wir mit ganz anderen Dingen beschäftigt, ne? Die anderen Leute am Strand, die sind sowieso mit sich selbst beschäftigt, mit ihren Kindern beschäftigt. Die liegen nicht die ganze Zeit da und gucken jetzt sich die anderen Leute an. Also die wenigsten tun das. Und achtet mal von euch selbst, wenn ihr halt so durch die Stadt geht, in dieser Zeit, nehmen wir jetzt mal eine Stunde, fallen euch vielleicht zwei Leute auf, wo ihr sagt, okay, das hättest du jetzt nicht unbedingt anziehen müssen oder okay, ein bisschen Sport würde dir gut tun. Aber das ist halt so minimal. Und das heißt, dass wir meistens in dieser Masse eigentlich an unperfekten Menschen total untergehen. Und dessen müssen wir uns einfach mal bewusst werden. Es interessiert da draußen keine Sau, wie wir aussehen. Wirklich. Das Wichtigste, uns hat es zu interessieren. Den Ehepartner eventuell noch. Und der ist meistens viel, viel zufriedener mit uns, als wir selbst das sind. Und unsere Kinder ist das wirklich erst recht egal. Das ist ja das Schöne. Und genau, erstmal das so im Kopf klar kriegen, ne? Dass das eine Einstellungsfrage ist, dass es die Menschen, mit denen ich dahin gehe, dass es denen egal ist, wie ich am Strand aussehe. Die kennen mich auch so von zu Hause. Und die Leute, die da auch noch am Strand sind, deren Meinung kann mir doch egal sein. Die meisten Menschen werde ich nie, nie wiedersehen, geschweige denn ein Wort mit denen wechseln. Was interessiert mich also, wenn die vielleicht mal zwei Sekunden gedacht haben, oh, die sieht jetzt nicht so doll aus. Hat mich doch nicht zu interessieren, überhaupt gar nicht. Und dann müssen wir als Mamas gar nicht mehr unbedingt im Bikini rumlaufen, wenn uns das nicht mehr zusagt. Ich möchte es zum Beispiel nicht mehr. Nach der Schwangerschaft von Vince
war ich noch Bikini-Träger. Ich muss zum Beispiel auch sagen, dass ich mich in der Schwangerschaft auch total unwohl am Strand gefühlt habe. Ja? Also das ist wirklich immer so, man fühlt sich nie wohl am Strand, nie als Frau. Die wenigsten tun das. Also man muss als Mama doch auch kein Bikini mehr tragen. Auch einen Badeanzug finde ich jetzt nicht mehr so super, weil der natürlich am Bauch auch extrem anliegend ist. Ich finde bei Badeanzügen die ganz nett, die Teile noch frei haben. Ich bin jetzt kein Mode-Fashion-Blogger, keine Ahnung, wie die Teile heißen, ihr wisst, was ich meine. Wenn zum Beispiel die Seiten da noch ausgeschnitten sind oder wenn am Bauch so ein Löchlein ist oder so, ne, dass das Ganze ein bisschen aufgelockert wird, dass das nicht jetzt so ein komplett schwarzer Badeanzug ist, der dann doch halt überall anlegt und auftritt. Für mich ist es optimal ein Tankini. Da gibt es auch so viele verschiedene mittlerweile. Es gibt Tankinis, da sieht man noch so ein Stückchen vom Bauch. Bei meinem Tankini sieht man zum Beispiel gar nichts mehr. Also da ist das Oberteil, auch geht noch über das Höschen. Man sieht wirklich gar nichts vom Bauch. Und mein Tankini ist auch so geschnitten, dass der locker am Bauch fällt. Also vielleicht so, ja, wie so Babydolls ein bisschen geschnitten sind, ne? Aber halt nicht so ganz so krass. Aber der ist schön fluffig am Bauch, der liegt überhaupt nicht eng an. Und den hatte ich auch wirklich zum Babyschwimmen an, also so 5 Monate nach der Geburt, wo ich noch wesentlich schlimmer aussah als jetzt. Und da ging das auch absolut. Und dann gibt es ja auch noch nette Tücher und Kleider, wo man sagt, okay, wenn man dann draußen liegt, bindet man sich ein dünnes Tuch noch um die Hüfte, um da ein bisschen zu kaschieren. Oder zieht sich dann ein schönes, ganz luftiges Kleid über, um vielleicht auch noch die Oberarme zu kaschieren, wenn einen das stört, ne? Natürlich soll man sich, soweit es geht, wohlfühlen. Und da muss ich halt nicht mehr den Bikini anziehen, den ich vor 5 Jahren angezogen habe. Dann schmeiße ich den jetzt einfach mal weg und nehme mir wirklich die Zeit, bestelle mir auch mehrere Sachen, weil es soll ja gut passen und es soll mir gefallen, ich soll mich wohlfühlen und probiere da mal halt rum. Ne? Versuch halt mal verschiedene Tankinis, Badeanzüge aus. Schau mal, dass ich da noch irgendwie was Dünnes bekomme, was ich am Strand dann halt noch drüber ziehen kann. Aber bitte, bitte geht nie mit dem Gefühl oder mit dem Gedanken an den Strand, oh, ich bin dick, jeder guckt mich an, jeder sieht meine Zellulite, sieht meinen dicken Bauch, meine Schwabbelarme, jeder sieht das und alle reden darüber. Wenn irgendwo jemand lacht, dann lachen die bestimmt über mich, weil ich so aussehe. Um Gottes Willen, das macht so gut wie niemand. Natürlich gibt es Leute, die so sind, aber mit denen wollt ihr doch auch nichts zu tun haben. Und dann kann euch doch auch egal sein, was die von euch denken, von eurer Figur denken. Weil ihr seid da mit eurer Familie und euren Kindern. Und es ist so wundervoll, Kinder am Wasser zu erleben, Spaß mit denen zu haben, Zeit dort zu verbringen. Und irgendwann werdet ihr vergessen, wie ihr ausseht und dass ihr euch unwohl fühlt. Einfach, weil ihr euch plötzlich mit eurer Umgebung, nämlich mit eurer Familie, wohlfühlt und abgelenkt seid von eurem Körper und von euren Gedanken. Und das kann aber schon viel, viel eher einsetzen, einfach wenn man mal sagt, okay, scheiß drauf, ich sehe jetzt so aus, wie ich aussehe und trotzdem gehe ich mit meinen Kindern an den Strand, weil niemand ist zu dick für den Strand. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr geht jetzt alle da raus ins Freibad oder an den Strand und scheiß drauf, was die anderen von euch denken. Denn wichtig ist nur, was ihr von euch denkt. Und es gibt immer Verpackungen, in denen ihr euch einigermaßen wohlfühlen könnt. Und das ist das Wichtige, dass ihr euch zu einem gewissen Grad eure Figur akzeptiert, euch damit wohlfühlt und einfach Spaß mit euren Kindern am Wasser haben könnt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!